Gitappa, komm zu Papa. Oh, armer Zombie, ich helfe dir. Tut mir leid. Oh, war Aber hier ein guck mal, wir haben schon Creeper? wieder zwei neue Kälbchen. Ja, Es läuft. super. Ja, perfekt. Den Viechern geht's gut. Ich gehe gucken, ob wir noch Kühe finden. Also am besten zwei Kälber immer machen und nur eine dann schlachten. Hätte gerne die dumme Sau da unten, aber wir haben keine Karotten. Noch nicht. Hast du hier in den Feldern bei den Dorfbewohnern nichts gefunden? Nein. Oh, hier gibt es einen Räucherofen. Ja, Cool ist das mitnehmen. dann. Ja, können wir uns auch selber bauen. Wollt ihr Ich armen habe. Leute nicht so ausrauben? Weil Ich habe nicht. Räucherofen, das gibt halt auch einen Beruf, weißt du? Ich Der habe ihn kann. geklaut. Ja, Ging okay. es gut. Würdest du was sagen jetzt? Boah, wenn du wüsstest, was ich gerade gefunden habe. Wo? Kartoffeln können wir mal anpflanzen, oder? Was hältst du davon? Ja. Ja, warte, ich zeig dir, was ich gefunden habe. Hier. Da liegt's. Emeralds. So. Kartoffeln hatte ich ja auch gefunden. Was seid ihr dann alles? Lauter Schmiede? Ja, aber. Da können wir dann Leder und sowas verkaufen. Ah, hier ist ein Sattel. Und hier ist ein Eisenklotz, ne? Jetzt Ärzte. nicht mehr. So, hier oben gibt es auch noch einen Schleifstein. Und noch Schmelzöfen. Ne, Öfen einfach nur, okay. Ja, Eisenstiefel. Habe ich überhaupt noch Rüstung an? Ja, die ist ja noch nicht mal angekratzt. Die Villager, die sollen mal gefälligst ihr Zeug wieder herstellen. Das ist ja geil. Schade, dass man das gar nicht so sieht. Hier oben diesen Balkon mit der Fackel. Da auch. Schade, dass man das nicht so sieht. Wofür baust du die ganzen Öfen ab? Vielleicht kann man sie ja brauchen. Ein für sich nicht. Was wir noch brauchen können, ist ein richtiger Schmelzofen. Habe ich einen. Ah ja, okay. Ich habe Räucherofen, fast Ja, dasselbe. nee, ist schon ein Unterschied. Schmelzofen ist halt gut für Erze. Gold, Eisen. Was gibt es noch zu schmelzen? Also für Steinzeug, sag ich mal so. Ja, wenn du auch Steine irgendwie dann einschmilzt und so. Und ach so, hier ist nur Weizen drin. Ja, Weizen brauchen wir hier nicht. Kommt die Hacke rein und die Weizensamen. So. Das Weizen können wir hier oben zu den Kühen machen. Ja, warte, ich gehe noch zur Drogencloud. Könnten ja mal die Häuser abbauen, da haben wir Holz genug. Oh, hier ist noch Weizen. Okay, ich muss noch wieder ins Haus. Hast du zwei Truhen? Ne, ich bin am Suchen. Bei den Okay. Villagern mal wieder. Alles klar. So. Restliche Weizen habe ich jetzt in die Chaos-Truhe geschmissen. Da können wir ja so essen und so langsam mal drinnen lagern. Hui, hui, hui. So, für die Kühe habe ich auch was Feines. Das kriegen die jetzt auch schon. Okay, eine Truhe habe ich, eine zweite suche ich noch. Schönen guten Tag, darf ich mir Ihnen eine Truhe ausleihen? Ja, danke. Schwer freundliche Kerl. So. Ich habe Ihnen nichts geklaut, ich schwör's, ich war's nicht. Der ist gerade eben abgehauen. Das war so ein Typ in Grün.
Mit der Eisrüstung an. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ach so, ich könnte die Strohballen wieder zu Stroh verarbeiten. Die zwei Truhen aufstellen. So, wie sieht's aus? Essen haben wir. Habe da noch irgendwo Schilder hier gemacht. Ja, da war es doch. Ach, Kartoffeln wollte ich noch anpflanzen. Guck mal eine sie an. Ich mache jetzt einfach Tierfutter draus, so. Check. Das Haben war's wir nur schon. so wenig Weizen gehabt? Nein, ich habe eine Menge Brot draus gemacht und nochmal drei Strohballen. Und das Weizen, hast du alles hier aus der Truhe raus? Ja, okay. Das ist doch Ja, gar nicht so wenig. ist jetzt in der Tierfuttertruhe. So. Ist ja alles ordentlich gekennzeichnet hier bei uns. Muss ja anständig sein. Ja, super. So, und guck mal, was wir hier auch schon wieder rauskriegen. Wenn das hier erstmal durch ist. Wenn alles Ja. gelb ist, dann sieht das doch schon gar nicht verkehrt aus. Ja, die Vorarbeit ist wichtig, ne? Ja, eben. Und deine Bäume pflanzen hier sich wunderbar fort. Sieht Hammer aus, oder? Ja, herrlich. Hast du eine schöne Berliner Mauer gebaut. Das ist echt genial eigentlich. Wenn da zwischendrin wirklich so Lücken, das ist ja eigentlich eine coole Idee, oder? Ja. Wir umzäunen unser ganzes Grundstück mit den Schwarzeichenstämmen. Einmal rundherum. Die wachsen ja direkt aneinander hier. Mache ich jetzt auch. Und dann machen wir zwischendrin überall so Türchen. Achso, du kannst das Zeug direkt bei die Kühe stellen, dann haben die, hast du ein Problem mit Füttern weniger oder was? Bitte? Du kannst das Weizen direkt bei die Kühe stellen? So, als Strohballen meinst du? Ja. Ja, Ist das ich nur ver. Deko oder ist das was? Nö, ist tatsächlich mehr Deko. Aber du hast halt auch zur Not Weizen einfach schon vor Ort. Wenn ich mich richtig entsinne, konntest du Strohballen direkt zercraften wieder, also auseinandernehmen. Okay, ich gehe mal gucken, ob ich noch Tieren finde. So, ich werde mal versuchen, unsere Mauer hier aufzubauen. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich glaube, bei Schwarzeichen kannst du auch noch mal zur Not mit Bohnenmehl unterstützen. Okay. Ich klaue mir jetzt euer Pferd. Das Pferd heißt Pferd, weil es fährt. So. Okay. Ja. Oi, da ist ein Zombie. Ja, der verbrennt schon. So. Dann muss dieser Baum hier noch weg und die normale Eiche muss hier noch weg später. Dann haben wir immer unseren Holzvorrat. Coole Sache. Das war eine coole Idee von dir. Was von mir? Ja. Kam doch von dir, oder nicht? Ja, von der wird schon gekommen sein. Eben. So. Ach, ich Boah, wollte sie hier. fast 2 Stunden am Aufnehmen. Ernsthaft? Ja, kannst mal Ja. sehen. Wir haben aber auch schon wirklich es weit gebracht, ne? Also zu dem, wo wir waren und wo wir jetzt sind. Ja, wir haben Fortschritte gemacht. So. Wir haben zwar immer noch keinen Sand gefunden, aber da hinten, das sah nach Küste aus. Ich habe hier ein bisschen Sand. Ehrlich? Das ist ja super. Noch mehr Erde mit? Nee.
Ich baue ihn mal gerade ein bisschen ab. Ja, bitte mach nicht zu lange, mein Bub. Es wird gleich dunkel. Ja, ich bin gleich da. Wo bist du dann hin? Weil ich habe hier Schon auch eine Wasser. Sandquelle. Genau. Hier haben wir übrigens unser Obsidian, ne? Okay, nice. Brauchen wir nur noch einen Eimer und wir haben direkt einen ganzen Haufen Obsidian. Den Eimer können wir ja kräften. Eisen haben wir genug. Genau. So. Okay, ich komme da wieder. Ja, ich bin auch auf dem halben Weg. Wenn ich den Heimweg wieder finde, nach hinten. Soll ich einen Leuchtturm bauen? Oh, ein Zombie kommt. Lass mich in Ruhe. Nee, ich weiß schon, was ist. Ah, da bist du ja. Ja, lauf, Zombie kommt jetzt hinter mir. Die Zombie-Lampe ist hinter mir. Ich gehe Kein jetzt da rein. Problem. So. Ja, oh, schnell, 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 Tür zu, Tür zu. Zurück. Hast gesehen, was da war? Ja, Freunde. Haben wir nicht einen Faden? Seht ihr da? Zwei Fäden haben wir doch. Super. Und dann nehme ich mir nochmal die Pfeile. Und ein paar Stöcke. Und das müsste doch jetzt reichen, dass ich mal eine Angel. Was brauche ich dann für einen Bogen? Okay, wo haben wir Eisen lagern? Da hinten, ne? Habe ich schon gerade in meinem Inventar. Warum? Ich habe auch 64 Stück wieder Ach aus dem so. Ofen genommen. Ja, okay. So, was brauche ich für einen Bogen? Woran mangelt? Ach, an Fäden mangelt es. Okay. Ich brenne mal gerade den Sand.